Wir spielen jetzt noch so lange CR, bis wir verlieren. Wenn wir verlieren, dann wechseln wir sofort in COC. Wenn wir gewinnen, spielen wir weiter. Das machen wir am besten. Ich würde sagen, wir spielen Eismagier. Okay, spielt meiner. Mal gucken, was spielt er noch? Was spielt er noch? Ihr könnt doch mal in den Chat schreiben. Was denkt ihr, Chat, wie lange werden wir jetzt hier spielen, ohne zu verlieren? Wir können direkt verlieren, 0, dann sind wir direkt raus. Es kann auch sein, dass wir jetzt eine Winstreak raushauen von 5 Games und noch einige Games reinhauen. Schreibt mal in den Chat, was vermutet ihr? Was vermutet ihr? Wie viele Games gewinnen wir hier noch? Ihr könnt auch 0 in den Chat schreiben. Wir können auch denken 0. Kann auch sein. Okay, viele schreiben 2, einige 0, einige 5 oder 4. Lul. Okay, 5 oder 4 wäre natürlich schon krass. Wir spielen hier ein Poison. Der Baby dann geht einfach in die falsche Lane leider. Es ist aber nicht so schlimm. Jetzt haben wir halt in beiden Lane Damage gemacht. Das ist eigentlich nicht so geil, aber na gut. Eigentlich müsste er doch mal. Spielt er Ballon oder Mauerbrecher? Er muss doch Ballon spielen eigentlich, oder? Er muss doch Ballon spielen, oder nicht? Kennt er mein Deck oder warum spielt er seinen Ballon nicht raus? Okay. Okay, geht echt mit Ballon rein, wir haben Nado halt, ne? Das ist halt so genial für uns. Jetzt können wir einfach den King Tor aktivieren und kriegen keinen Hit von ihm. Ja. Das ist natürlich jetzt perfekt für uns. King Tor ist aktiviert, kein Hit am Turm oder so. Und jetzt können wir hier einen Golem rausspielen, der hat keinen Ballon im Cycle. Das ist gut für uns, das ist sehr gut für uns. Das könnte vom Cycle her kaum besser für uns sein, gerade von der Situation. Nightwitch. Okay, wir spielen High Kobold Käfig, da wird jetzt der Ballon dann kommen. Dann können wir hier einen Ice Wizard setzen, damit der Ballon keinen Hit ab Turm macht. Sehr schön. Dann spielen wir einen Baby Dragon. Er wird eine Musketierin spielen, die können wir rannaden. Nein, können wir nicht. Dann spielen wir einen Poison. Und es sieht super gut aus. Wir haben einen riesen Push am Start. Ich wüsste nicht, wie er den verteidigen soll. Wir bringen direkt die nächste Nightwitch. Wir spielen Nado auf die Musketieren und treffen die Skelette mit. Sehr schön. Und der Turm sollte down sein. Der Turm ist auch down. Sehr schön. Ja, das sollte der Sieg sein. Das sollte der Sieg sein. Er hat aber auch nicht so gut gespielt, muss man sagen. Er hat nicht so gut gespielt. Kobold Cage High. Sonst Eismagier an Start. Baby Dragon an Start. Barpel an Start. Nado an Start. Wir haben gewonnen. Schönes Game. Solides Game. Und weiter geht's. Ein Game haben wir schon mal gewonnen. Wir haben schon mal nicht die 0. Alle, die 0 in Chat geschrieben haben, die können sich jetzt, die können sich jetzt vergraben gehen. Und mal schauen. Mal schauen, wie viele Siege wir schaffen können. Ich bin gegen Daniele. Er heult erstmal und gibt dann Good Luck. Vielleicht bringt's ja Glück. Machen wir auch einfach mal. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Ja, okay, nochmal. Wenn du sagst nochmal. Ja, okay. Hallo, jetzt spielt auf einmal was. Wie gefordert, okay. Hawk Rider, okay. Das Ganze sollte aber alles flawless verteidigt werden, okay. Hawk Rider, Bats. Und Musketiere, okay. Wir spielen Poison drauf. Das ist mal defensiv, okay. Er spielt Hawk Mortar, okay. Jetzt weiß ich, was für ein Deck er spielt. Ob das so gut für uns ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, was für ein Deck er spielt. Der Mortar schießt nochmal schön. Okay, Sepp, dann müssen wir Bubble spielen, sonst kriegt der Mortar hier zu viele Hits. Eigentlich sollte der Mortar keinen Hit mehr machen, oder? Bubble? Schön. Junge, jetzt heul doch nicht die ganze Zeit, Alter! Rage die ganze Zeit, was ist los mit ihm? Ist doch nichts passiert, chill doch einfach. Boah, ja, richtig schön schlecht. Ja, bitte, sogar kein Hit vielleicht? Na, schade. Wenn der Eismagier-Tick früher gehittet hätte, hätten wir vielleicht keinen Hit kriegen können, weil wenn man die Kombination aus Ice Wizard oder Ice Bird und Nado, kann dazu führen, dass man halt keinen Hit am Turm kriegt. Ich will dann Poison. Digga, warum raged er denn die ganze Zeit? Was ist denn mit ihm passiert, dass er so sauer ist auf mich? Warum ist er so sauer auf mich? Was habe ich ihm getan? Der ist richtig böse. Klar lese ich den Chat. Bin leider kein Mods, es wären hier einige Mods gebannt. Nice. Perfekt. Der Sinn eines Mods ist auf jeden Fall, die anderen Mods zu bannen. Man kennt es. Oh, warte mal, jetzt sind wir. Okay, wir haben Nado. Das ist
Gerade Doppel-X-Zielzeit, dadurch haben wir den Nado wieder back im Cycle, können das Ganze verteidigen. Okay, aber das Matchup ist nicht einfach. Das Matchup ist nicht einfach. Würde er jetzt einen Mortar spielen, haben wir einen Golem. Das wäre auf jeden Fall solide. Überlebt die Nightwitch, ja, sie überlebt. Okay, das könnte okay werden. Wir müssen es halt irgendwie so versuchen, aber so richtig gut ist es auch nicht. Wir predikten die Musketieren. Holy shit! Bringt uns halt nicht viel, aber egal. Goblin Cage steht. Nightwitch. Wir hatten halt so einen schlechten Zeiger die ganze Zeit, dass wir nie diese Offensive hinbekommen haben, die wir jetzt mal haben. Zum Beispiel mit dem Poison jetzt schon. Nado. Baby, den Schaller mal rein, bitte. Danke. Ja. Ob das jetzt reingeschallert war, weiß ich nicht, aber egal. Es geht klar. Okay, es ist solide, aber es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Golem. Ui, der ist schmackhaft. Er würde jetzt einen Hog Rider bringen. Den bringt er nicht. Okay, nächsten Baby Dragon. Jetzt ein Poison Spell schnell. Ich komme noch irgendwie durch. Vielleicht kriegen wir irgendwie Damage mit diesem Push. Ja, Baby Dragon ist dran. Ja, hallo. Ja, Baby Dragon, mach nicht. Ja. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ist guter Damage. Ja, heul weiter. Goblin Cage. Nice Wizard. Golem. Bubble. Also eins macht er wirklich konstant gut, der Gegner. Der heult die ganze Zeit. Das schafft er wirklich konstant. Ice Wizard, Baby Dragon, Nado, oh, schmackhaft! Und, boah, wir sind auch, wir haben wieder gewonnen. Alle Leute, hauen wir jetzt hier eine Serie raus, oder wie? Okay, alle, die 2 in Chat geschrieben haben, können jetzt bangen. Ja, die können jetzt bangen. Die können jetzt bangen. Okay, schönes Game, schöner Win. Schauen wir jetzt hier, so eine Serie wäre jetzt auch geil. So eine Serie wäre jetzt auch geil, noch so. Okay, wir sind Platz 309 in der Welt. Ist jetzt nicht, wie... das Weltwunder, aber es ist solide. Es ist solide. Hat Sam schon einen Twitch-Kanal? Finde ich ihn nicht. Sam muss Sam mal reinschreiben. Weiß ich nicht genau, ob Sam schon einen hat. Ich denke mal, er streamt aber auf dem, den er hier im Chat hat einfach, oder? Sam, ist das der Account, auf dem du auch streamst? Nö, das kannst du machen, Todeltost. Das kannst du machen. Das ist gar kein Problem. Das stört mich nicht. Spielen Barbara? Okay, spielt Mauerbrecher. Spielt Mauerbrecher. Das war ein Stream, so weiß ich nicht genau. Wir streamen, glaube ich, noch einen Tick länger auf jeden Fall. Wir werden gleich, wie gesagt, noch COC reingranden. Weiß, wo wird es da? Okay. Spielen den Baby Dragon. So. Ja, wir spielen Poison. Wir spielen Poison. Kobold Cage High. Als ob ich es gewusst hätte. Als ob ich es gewusst hätte, dass er jetzt reingeht. Okay, spielt es gut. Dann können wir einfach nur einen Golem hinten spielen. Er hat gerade nichts zum Pressuren. Er hat keine Mauerbrecher, nichts. Er konnte höchstens mit Valkyrie irgendwann an die Brücke gehen. Macht er aber nicht. Oh, würde er jetzt so richtig blöden Magic Archer in die Brücke spielen? Nightwitch. Wieso wurde man Nightwitch gehittet? Baby Dragon. Okay, er hat einen Poison. Der schmerzt natürlich. Ja, wir lassen das mal, ja? Ich glaube, die Bats kriegen das schon geklärt. Oh, die Nightwitch überlebt! Pock! Wir gehen rein. Baby Dragon lebt noch. Golemites leben noch. Hat kein Links hier. Let's go, Leute. Wir haben seinen Turm. Schreibt Good Game. Ja, das sieht nach Good Game aus. Aber Leute, wir gewinnen gerade ein Game nach dem anderen mit Golem einfach. Was ist denn das jetzt hier? Der Stein der Weisen ist einfach so eine entspannte Karte, ne? Boah, wir können King Tower aktivieren. Wunderschön.
Geht kaum besser. Aber der Poison ist auch. Ah, er gibt auf. Ich dachte gerade, der Poison's Fail. Hä? Wahrscheinlich ist der Fail, oder? Wahrscheinlich gibt er dann auch nicht einfach auf. Ja, er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. Damit haben wir die drei. Jetzt dürfen alle bang die drei Serien-Chat geschrieben haben. Alter, Junge, holy shit. Der Stein der Meta, Junge. Holy fucking shit. Wieso gewinnen wir gerade die Games? Versteh's nicht. Sag mal, hast du eine Mod-Gruppe? XM am Kiffen? Nee, nicht wirklich. Aber ich müsste eigentlich mal eine machen. Eigentlich können wir eine Mod-Gruppe auf WhatsApp machen. Wäre für mich eigentlich kein Ding. Also Totos, wenn du, oder XM am Kiffen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr eigentlich eine Mod-Gruppe machen auf WhatsApp. Wäre für mich kein Problem. Könnten wir theoretisch machen. Können wir theoretisch machen. So. Okay, solide. Gleich in der Top 200. Geht ja ab gerade. Nice. Bleibt drin, aber sowas von. Wir bleiben drin. Wir bleiben sowas von drin, Leute. Boah, Alter, jetzt so eine richtig fette Serie, hätte ich Bock drauf. So 10 Siege in Folge oder so. Okay, ich hätte sie aussprechen dürfen. Jetzt werde ich verlieren. Jetzt werde ich verlieren. Ich werde verlieren. Digga, was haben die denn immer? Warum heulen die denn immer, wenn sie gegen mich spielen? Haben die so viel Angst? Der weint einfach. Ich habe nichts gemacht. Der weint einfach. Okay. 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 Ja, dann kriegst du den Stein der Weisen. Du willst ihn doch. Man hat's gemerkt, du willst sie doch. Okay, wir bringen Musketier in andere Lane. Was für ein Hintergrund ist das? Was für ein Hintergrund ist das? Könnte natürlich Giant sein. Okay, ist es Giant? Oh, Schmerzen. Wieso? War die Musketier. Okay, ja, okay, ja, okay. Ja, okay, es geht klar. Ja, nee, nicht wirklich. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich geht's gar nicht klar. Nee, eigentlich haben wir. Nee, es geht nicht klar. Nee. Wieso wird jetzt die Nightwitch gefokust? Ich fass es nicht. Okay, lässt es fallen. Aber wir haben halt unseren Turm noch, ne? Das ist halt der Vorteil. Die Frage, geht er wieder rein? Nee, macht's auch nicht. Wir spielen Ice Wizard. Okay. Alter, unser King Tower hat halt so viel Leben verloren, ne? Okay, Goblin Cage. Golem First Play ist ultimativ schlecht. Ja, das hat Jonas auch gesagt. Golem First Play ist halt immer so eine Sache, die kann man mal machen. Aber, also die kann halt gut sein. Das ist halt einfach, das ist ein Coinflip. Das ist einfach ein Coinflip, Leute. Das ist ein What? Das spielt Graveyard? Und er geht einfach jetzt schon auf den King Tower? Hat er gerade missklickt? Hat er gerade Giant rechts gespielt? Ist mit. Warum spielt er überhaupt Giant Graveyard? Hä? What the freaking hell geht denn mit dem Spieler ab? Er will Zauber cyclen. Er will Zauber cyclen auf den King Tower. Das habe ich ja noch nie erlebt. Das ist ja ultimativ lächerlich. Dafür wird er aber bestraft. Das kann man nicht machen gegen den Stein der Weisen. Das tut mir leid, mein lieber Gegner, aber das kann man nicht machen gegen den Stein der Weisen. Das funktioniert nicht. Nein, 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 nein. Das soll nicht funktionieren. Das funktioniert auch nicht. Nein, du wirst bestraft. Sowas macht man nicht gegen den Stein der Weisen. Nein, das ist einfach eine Frechheit, dass du es versucht hast. Nein. Es ist eine Frechheit, du... Nein! Hallo! Was wolltest du da machen? Der Giant tankt doch gar nicht, wenn du ihn da spielst. Was hat der gemacht? Ich hab noch nie in meinem Leben so ein dummes Game gesehen. Der Typ hat einfach sein Giant rechts gespielt auf den King Tower in Graveyard, weil der King Tower over... Der Giant tankt doch überhaupt gar nicht für beide Türme. Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Was ist denn das? Das hab ich noch nie erlebt. Der hat so scheiße gespielt. Okay. Ja, wir sind auf 6-5. Ja, hätte nicht gedacht, dass wir es jetzt so schaffen, aber wir sind auf 6-5. So, jetzt dürfen alle bang die 5 Siege, nee, 4 Siege in Chat geschrieben haben. Der, wieso gewinnen wir denn jetzt Games alle? Ja, moin. Golem ist back. Eigentlich ist jeder Stream ruhig. Okay, wir spielen gegen Kami. 5-5. Ja, jetzt kommen die 5er. Jetzt kommen die 5er, Chat. Jetzt kommen die 5er. Okay, er spielt Baby Dragon hinten. Wir spielen auch Baby Dragon. Gehst oft bei Loose? Nee, danach kommt COC. Ich gehe nicht oft bei Loose. Danach kommt COC. Machen wir das gleiche wieder. Wir kopieren ihn einfach. Wir kopieren ihn einfach. Am Start können wir das machen. Hallo? Das ist auch so schlecht.
Ja, ist gut, dass kein Backup da ist. Ja, ist okay, danke da, danke, dass du mich informierst, dass man. Ja, wollte ich nicht wissen, aber danke. Golem hinten. Ja, wir haben einen Elixiervorteil, deswegen jetzt der Golem hinten auf jeden Fall solide. Beziehungsweise er hat gerade keine Möglichkeit, uns zu punishen. Er hat kein Graveyard oder so da. Und ja, deswegen macht hier an der Stelle auf jeden Fall der Golem Sinn. Und jetzt mal gucken, was er hat in der Defense. Hat er noch Barbaren oder sowas? Das wäre so typisch für sein Deck. Das wäre ein bisschen typisch. Oh, Barbaren würden nicht schmecken. Okay, scheint keine Barbaren zu haben. Oh, der Babydrang. Ja, der Babydrang kriegt richtig schön Value. Trifft alles einfach. Der Babydrang. Der Babydrang macht's einfach. Der Babydrang carried hier alleine. Also gut, er killt halt Babydrang und Mega Minion und macht selber noch zwei Hits am Tower. Warum macht er zwei? Weiß ich nicht. Dass ich, das war, das hatte ich einfach im Blut. Das hatte ich einfach im Blut. Okay, wir spielen Poises. Nein, machen wir nicht. Ich habe gerade überlegt, einen Poison zu spielen, aber ich glaube, wir würden gepunished werden. Ich glaube, wir spielen einfach mal kein Poison, sondern wir spielen. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir spielen Goblin Cage. Nightwitch. Baby Dragon. Poison. Das Ganze wird wieder solide da verteidigt. Baby Dragon macht hoffentlich seine Arbeit. Ja, so halb. Wir spielen den Golem hin. Wir spielen den Golem hin. Er könnte mich jetzt auch cyclen. Er könnte jetzt versuchen, gleich nochmal reinzugehen. Das könnte auch auf jeden Fall nicht schlecht sein für ihn. Macht er auch. Nee, macht er noch nicht. Macht er nicht. Doch jetzt geht er rein. Okay, das ist aber ein bisschen spät, muss ich sagen. Weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Das könnte jetzt auch noch ein Overextend sein. Ah, nee, ist aber gut, weil noch. Ja, doch, war gut von ihm. War gut von ihm. Wir spielen den Poison, aber der Poison war nicht gut. Wir ziehen den Ewusel weg. Weiß, wo ist es? Er will da jetzt reingehen, was? Das macht keinen Sinn. Hallo, dein Turm stirbt gerade. Hallo. Dein Turm. Dein Turm. Kollege, Kollege, dein Turm. Dein Turm. Okay, gewonnen. Keine Ahnung, der hat komisch gespielt, der hat komisch gespielt. Junge, was ist das für eine Winstreak, Junge? Wir gewinnen jedes Spiel. Was ist das jetzt auf einmal? Ja, wir sind in der Top 200. Kein Plan, wie das jetzt geklappt hat, aber wir haben auf einmal jedes Game gewonnen. What the freaking hell? Wir kriegen immer die Magie-Truhe. Aber wir brauchen eh nichts, weil alles Max ist. Ja, moin. Ah, doch, wir brauchen noch den Firecracker hier. Den können wir sogar verbessern. Ist schön. Zack. Boost. Und wir brauchen noch die Healerin. Stimmt, 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 stimmt. Healerin und Cracking Archer. Okay. Ja, auf einmal läuft's, Alter, auf einmal läuft's. Jetzt dürfen alle Bungie 6 in den Chat. Hat überhaupt jemand, hat irgendjemand von euch 6 in den Chat gesehen, dass er predicted, dass er 6 Siege? Hat das irgendjemand predicted? Also, ich weiß ja nicht. Ich habe 6, 8, 7, ja moin. Huch, da ist aber noch ein bisschen hin. Okay, ein paar Leute hatten vielleicht 6. Ein paar Leute hatten 1, 8, 7. Die kommen auch noch dran. In 181 Games. Mal gucken. Peter, hast du echt 17 in Chat geschrieben? Fuck. Ja, sehr schön. Okay, wir spielen erstmal hier hinten. Nein, Rutsch, wir lassen die Kobolde durch. Das ist nicht wirklich großartiger Pressure. Ich würde sagen, wir gehen rein. Der Feuerball, den kann man machen, aber er trifft den Ice Wizard nicht und die Nightwitch ist ja noch nicht down. Also, wir haben wohl einiges am Start. Jetzt können wir Nado spielen, dann geht die Musketiere down. Ja, Nightwitch überlebt. Nightwitch überlebt. Nightwitch überlebt. Er hat nur Ritter. Ritter reicht nicht gegen Nightwitch, weil der kein Bums macht. Genau. Ja, genau den macht er. Genau. Ja, das meinte ich. Genau, das meinte ich. Ihr wisst alle, was ich meine. Genau. Ja, Turm down. Alter, WTF? Was geht denn hier ab? Hä? What the freaking hell? Wie gewinnen wir dieses Game? What the fuck? Das Game ist kaputt. Das Game ist kaputt. Wir gucken dabei 4.505 Leute zu, wie das Game kaputt geht. So lucky, Bro. Nice. Hat er aufgegeben?
Nightbridge beste, ja, die Nightbridge ist echt eine starke Karte. Ja, er hat aufgegeben. Okay. Ja, okay. Da spielt immer der kleine Bruder, ja. Vielleicht ist der kleine Bruder besser als der große Bruder, aber schafft es trotzdem nicht zu gewinnen, im Moment. Ja, okay, okay, also auf einmal gewinnen wir jedes Game. Sag mal, wir gewinnen jedes Game, wir sind auf 141. der Welt mit Golem, holy shit, Junge. Wir pushen jetzt auf Platz 1 der Welt. Also wenn das klappt, ne, dann... Ja, dann mache ich, dann wird dieser Stream 36-Stunden-Stream bis zu meiner Weisheitszahn OP, lul. Also wenn das wirklich passiert, dann streame ich durch, dann mache ich weiter. Dann schlafe ich nicht. Bis zur Weisheitszahn-OP am 16.01. um 6.45 Uhr ins Stadion, moin. Okay. Cobalt Cage. Baby Dragon. Purple. Night Witch. Ice Wizard. Aber wir investieren so viel, wir werden trotzdem Damage kriegen. Okay, er spielt immerhin schlechten Feuerball. Die sollten beide einen King ziehen. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Wir haben so viel Elixier investiert und trotzdem kriegt er so viel Damage. Wie dumm. Nur weil wir einen schlechten Start haben und einen Goblin Cage gegen den Dark Prince spielen müssen. Okay, egal. Da brauchst du wenigstens keine Narkose. Nice. Einfach weiße Zahn-OP ohne Narkose, ich meine. Wir spielen Golem hin. Der Meier chippt halt away. Und er wird jetzt so defensiv stehen. Er wird so ekelhaft defensiv spielen. Er wird so ekelhaft rein defenden. Das könnte schwierig werden, mal gucken. Vielleicht kamen wir irgendwie, aber es wird. Oh, er wird so richtig ekelhaft spielen, Mann. So richtig ekelhaft. Ja, so richtig räudig. Genauso wie du es jetzt schon tust. Gar keinen Bock auf diese defensive, diesen defensiven Shit, Alter. Oh Mann, Alter. Och Junge, spiel doch nicht so einen defensiven Shit, Alter. Das kannst du nicht machen. Das ist doch nicht geil. Das macht doch keinen Spaß. Oder hinten. Okay, das wird schwierig jetzt durchzukommen. Baby Dragon. Nightwitch. Auf jeden Fall ein Goblin Cage noch davor. Harper. Er fällt gerade ein bisschen. Also, das ist jetzt nicht so gut von ihm gewesen, insgesamt gespielt, muss ich sagen. Die Frage ist, ob wir damit durchkommen. Nächste Nightwitch. Er spielt einen Zap, das ist weird. Er spielt einen Mega Minion, okay. Also er fällt gerade ein bisschen rein, muss ich sagen. Aber ich glaube, es reicht trotzdem für ihn. Ich glaube, es ist egal, dass er reinfällt. Er wird es trotzdem verteidigen können. Ja, schade. Schade, damit verlieren wir das Game. Es war trotzdem eine geile Stream. Wir sind jetzt in der Top 200. Das ist auf jeden Fall krass. Das war krass. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Games. Guck mal nach. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Games, wie es scheint. Es waren, glaube ich, 6 Games, die wir in Folge gewonnen haben. Ja, das war auf jeden Fall solide. Damit sind wir jetzt auf Platz... Okay, 187 wäre natürlich auch geil gewesen. Auf Platz 177. Und werden dann jetzt die Auslosung noch machen, bevor wir in COC wechseln.